Also völlig ohne Intro. Seid gegrüßt, liebe Leute. Neue Runde Fob Alice 22. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sind immer noch am Maisexeln. Das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Weiß auch gar nicht, ob das da drüben alles immer reibungslos funktioniert. Aber wir kommen Stück für Stück voran. Moin moin. So, vielleicht bekommst du einen Rabattcode für Zuschauer noch rausschlagen. Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass ich selber mir überhaupt einen Rabatt rausschlagen kann. Muss man abwarten. Und wie gesagt, Hoffnung stirbt ja zuletzt und versuchen kann man es. Und wenn man es nicht versucht, ist schon blöd. Ja, es gibt einige gute. Ich weiß auch gar nicht, von wem der letzte dein Equipment auf der Homepage ist. Nicht up to date. Ich wollte nämlich gucken, welchen Rechner wir danach vielleicht übrig hätten. Aber das ist ja noch der Rechner, der davor. Ja. Ja. Hier ist noch der i5. Du hast auch ein i7, glaube ich, drin. Und irgendwie Grafikkarte ist auch ein... Na, Spaß. Ist ein bisschen wärmer geworden. Ist ein bisschen wärmer geworden. Hast du schon Nachricht gehört hier, dass Trump angeschossen worden ist? Trump? Attentat. Ja, ist aber nicht richtig getroffen worden wohl. Glück gehabt. Streifschuss im Nacken, so ungefähr. Ja, ist aber krank. Kennedy damals, ne? Aber der war ja Präsident. Trump ist ja nur Kandidat. So, Prost. Schild jetzt auch noch nicht gehört. Also, ne? Da war mal ja und will wieder. Und das gefiel wohl irgendjemand nicht. Ja. Ah, der andere hängt halt fest. Ich hab's gerade durch TikTok mitbekommen. Ja, TikTok habe ich tatsächlich noch gar nicht wirklich auf dem Schirm. Und die Chinesen in der Nähe, das reicht auch, ne? Bei Wasserkühlung fülle ich kein Wasser nach. Nein, sollte man ja auch nicht. Das muss ja eigentlich ein geschlossener Kreislauf sein. Das kann nicht sein, dass das Wasser irgendwo raus tropft oder verdunstet. Denn alleine durch die Verdunstung hätte man ja schon ein bisschen zu viel Feuchtigkeit im Gehäuse drin. Ne? Ja, sollte ich, aber komme ich nicht zu. Aber vielleicht lade ich dir irgendwann nochmal da hoch, ne? Nach dem Motto einfach nochmal neu da hochladen auf TikTok, keine Ahnung. Das Ding ist ja manchmal, leider kommt man irgendwann an diesen Geschichten nicht mehr dran vorbei, ne? Ich bin nicht der Freund von diesen 10 Sekunden, schaffe ich noch an Aufmerksamkeit und dann nicht mehr. Aber so ist die Zeit, ne? Man muss ja auch mit der Zeit gehen. So, ihr müsst auch mit der Zeit hier gehen. Kein Wunder, das funktioniert alles nicht gut. Wichtig ist bei Alternate, die deine Vorstellung eingeben in die Warenproben. Was? Warenproben und regelmäßig Warenkorb, meinst du, oder? Preise schwanken stark. Wir hatten Glück und haben durch Schnapp 53 gespart. Eine bessere Grafik. Ja, genau. Na, das ist so. Die Preise schwanken auch da im Computerbusiness ziemlich stark. Das ist so. Kannst du Montag zahlst du 3.000 als Beispiel und am Freitag hast du Glück und zahlst noch 2,6 oder hast Pech und zahlst 3,4 oder was auch immer, ne? Also. Ja, aber nun, ja, wie gesagt, man sollte danach dann auch nicht mehr groß gucken und sich ärgern, ne? Also wenn man es dann gekauft hat, hat man es gekauft und gut ist. Ich brauche nicht eine Woche später reingucken und denken, ah, jetzt, ah, Mist. Jetzt kriege ich es günstiger. Schicke ich den doch wieder zurück und bestelle nochmal einen anderen. Bis ich eben unzufrieden bin mit dem Preis. Hauptsache, ich habe einen Rechner da. Ja. Frage war nochmal wegen aktuelle Prozessortemperatur. Vorhin. Ich habe jetzt herausgefunden, dank euch auch, wie ich die einzelnen Kerne betrachten kann. Und bei mir ist schon ein Kern immer schon, ja, der hängt immer schon bei 80-90%. Das ist wahrscheinlich der LS-belastete Kern, würde ich behaupten. Alle anderen Kerne unter den logischen Prozessen sind deutlich
unter der Auslastung. Wo steht denn da noch die Temperatur? Sieht man die da überhaupt? So, fahr doch mal los. Wilden Hubschrauber, die darüber fliegen. Was hat der denn? Wo sind wir, irgendwelche Bundeswehr? Sind immer noch am Üben? Warum der nicht mehr fährt, weiß ich nicht. Was stört ihn denn, Leute? Alle vier Abfahrer hängen jetzt hier rum gerade. Statt einer Routenanzahl. Jetzt bewegt er sich auf einmal. Spaß noch, schönen Nachmittag. Also richtig viel, ne? Das ist ja immer noch ganz schön viel übrig hier. Ein bisschen effektiver werden das Hexen ja so. Der ist fertig. Aber du solltest schnell sein. Laut den Tech-Tubern werden die Preise wohl hart anziehen. Warum? Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil es ja immer neue Generationen wieder gibt. Und man dann, ne, dann gibt es die nächste Grafikkartengeneration, dann gibt es die nächste Prozessorgeneration, dann kaufen sich die Leute die alten Prozessoren nicht mehr, in Anführungsstrichen. Mal schauen. Also theoretisch läuft das Hexen von alleine, ne? Ohne dass wir da viel machen müssen. Willkommen in Ihrem Class.
Ja, warten kann ich ja nicht. Also LS25 steht ja in Anführungsstrichen noch nicht wirklich vor den Türen, ist aber ein Anmarsch. Wir sind selber also keine 4 Monate mehr. Ich hatte im Wildwest-Projekt erzählt, wir haben noch 16 Mal oder so Freitage bis dahin. 16 Freitage noch circa oder 17. Was natürlich denn die Anzahl auch stark begrenzt, liebe Leute. Also überlegt mal, wenn wir jetzt, ne, das jetzt mal verdoppeln, weil hier dieses Projekt, mein normal auf der NF Marsch, sind wir am Sonntag unterwegs und am Donnerstag in der Regel. Das heißt nur noch circa 30 Mal spielen. Und dann ist LS25. Das ist nicht viel. Überlegt, worauf wir schon gespielt haben mittlerweile. Wenn es in Taiwan knallt, dann wird es teuer. Ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, wenn es in Taiwan knallt, dann haben wir andere Probleme. Weil, ja, dann wird ein neuer Computer, ein neuer Prozessor wahrscheinlich das geringste Problem sein, wenn tatsächlich denn Amerika die Taiwaner schützt und ne, die dann mit eingreifen als Schutzmacht, dann haben wir, ne. Wir sind sowieso, das ist ja, es schaukelt sich ja immer mehr hoch, weil einfach bekloppte Leute an der Macht sind und ach, einfach. Also. Siehst du ja, wie gesagt, mit dem Attentat und so weiter. Es gibt überall viel zu viele dumme Menschen. Ja, kann ich nicht viel zu sagen, will ich auch gar nicht so viel zu sagen. Also ich halte dich gar nichts von, ne? Also ein Attentat ist ja das Letzte. Egal auf wen, ist ein Attentat. Ne? Jetzt auch nicht sagen, nach dem Motto, juhu, wenn jetzt jemand den Kollegen da im Osten, der zufällig das größte Land der Welt irgendwie da aktuell sozusagen, ne, im Konflikt drin hat. Welchen Land, wie auch immer. Taiwan ist noch nichts los. Das dauert noch vielleicht ein bisschen, aber es wird ja früher oder später möchte China ja Taiwan wieder einverleiben, weil Taiwan ist ja schon auch eine Wirtschaftsmacht, ist ja doch auch, ne? Ist ja wohl auch mal, war es mal China? Es ist eine abtrünnige Region, ähnlich wie Sowjetunion, ja auch Ukraine damals das mal war, oder Lettland, Estland, Litauen und wie sie alle heißen, mal Sowjetunion waren. Und gibt zwar so zwei Menschen, die da gerne die Grenzen von damals wieder so haben möchten, wie sie damals waren. Bevor die irgendwie eine Unabhängigkeit erklärt haben. Dann gibt es andere, die wollen das nicht. Die Amerikaner haben, glaube ich, schon gesagt, also die würden Taiwan auf jeden Fall, ne, Taiwan ist ja schon hochgerüstet und wird von Amerika geschützt. Und wenn die Chinesen da angreifen, ist das nächste Problem, ne? Das mit dieser Last Generation, also die sind natürlich an sich bekloppt, aber ich denke schon, dass es vielleicht tatsächlich immer die Last Generation aktuell ist. Und wie war das, wer sagte, irgendein, war das, weiß ich nicht, Einstein oder irgendjemand, ne? Also der vierte Weltkrieg wird mit Stöckern und Steinen ausgetragen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. So, aber nützt ja nichts. Was willst du machen? Sich deswegen eingraben? Schutzbunker bauen, wäre vielleicht noch eine Variante. Also wenn ihr jetzt einen großen Garten habt und irgendwie Geld und Zeit und was immer, baut einen großen Schutzbunker. Aber weiß ich nicht, ob das so zielführend ist. So, hier haben wir gepflügt. Wo müssen wir denn noch? Also das muss ja erst noch, muss noch gemulcht werden. Muss gepflügt werden. 33 haben wir noch nicht gepflügt. Mulch hatten wir da aber, ne? Genau. Dann nochmal zu 33 rüber. Wenn du einen Bunker baust, bitte dokumentier das auf YouTube. Ja, zum Nachbauen, ne? Ja, das macht das.
aktuelles Weltgeschehen. Wird halt immer mal angesprochen. Das ist so. Natürlich ist das LS schöneres Thema, aber es gibt auch andere schöne Themen, so wie der neue Computer zum Beispiel. Aber das ist halt so, hier sind in der Ruhe wiegend erwachsene Leute und wenig, ja, wenig bis gar keine Kinder. Und dementsprechend wird hier halt auch über erwachsene Themen geredet. Auch wenn das natürlich, klar, nicht jeden freut. So, denke mit einer 3080. Das läuft schon. Definitiv. Also der LS25 wird damit laufen. Ich freue mich auch auf LS25. Bin schon gespannt, wie die neue Grafik so wirkt. Die leichten Verbesserungen, das ist ja keine Neuerfindung. Aber es ist ja schon hier ein bisschen schöner, da ein bisschen schöner. Und vor allen Dingen die Bodenwinkel. Also, ja, Bodenwinkel ist ja nicht ganz richtig. Also die Fruchtgröße. Also wir haben hier auf so einer Karte, auf vielen Modmaps, sind eh schon mehr Bodenwinkel verbaut als bisher. Was einfach auch an der Richtung zu sehen ist, wenn man jetzt auf einer Standardkarte flügt und man dreht einfach mal beim Fahren, hält den Flug im Boden und dreht dann einfach mal eine Runde. Dann kann man mal gucken, wie viele Kanten das macht, so nach dem Motto. Und das ist natürlich im 25er dann generell halt schon besser. Aber Bodenwinkel ist halt nicht, glaube ich, hundertprozentig vergleichbar. Da stecke ich halt auch nicht im Detail drin, wie hier das hier, diese Quadrate, die ihr seht. Ne? Hier seht ihr die Quadrate und die sollten in Zukunft nur noch halb so groß sein. Ne? Diese kleinen ganzen Quadrate, die ihr so seht. Und das bewirkt halt, dass man in Zukunft feiner malen kann. Also die Bodentexturen feinfühliger auftragen kann, sag ich mal so. Und soweit ich weiß, auch die Foliage und Foliagen sind eigentlich die ganzen Früchte. Dass die ganzen Früchte halt auch auf einem kleineren Bereich wachsen, also ne, filigraner gestaltet sind. Und das ist, wie gesagt, da bin ich auch mal gespannt, wie das grafikmäßig denn wirkt. Und natürlich habe ich Bock, die Karte ein bisschen weiterzuentwickeln, hier ein bisschen, da ein bisschen was zu ändern, hier ein bisschen was zu ändern. Und dann ja, im LS25 wieder von vorne beginnen zu können, weil hier sind wir jetzt schon relativ weit, auch wenn das jetzt kein, ne, 2000x Spielstand ist, sind wir bald bei 1000 Spielstunden. Und das ist natürlich schon auch eine Hausnummer, ne? Ja, aber mit dem i9 10850K, das ist ja gut. 3080 auch, also es reicht völlig aus. Ja, das ist genau, Gewalt und Schreien. Ne? Also Leute, die rumschreien, sind halt auch in der Regel ja, schwach, weil sie einfach nicht sich wissen, richtig zu artikulieren, sich richtig auszudrücken. Und Leute, die rumschreien, sind halt auch, ne, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wissen auch nicht mehr weiter und wer schreit, zeigt einfach nur, dass er jo, ne, nicht weiß, wie man sich anders ausdrücken kann. So, genau. 33 Flügen. Haben wir nicht. Das erstaunt. Ein Schiff gibt's, habe ich. Ja, das Schiff haben wir gesehen, ja. Das haben wir alle schon gesehen, glaube ich. Wer hat das noch nicht gesehen, LS25 Vorschau-Videos, Leute? Also das werden wahrscheinlich nicht mehr so viele sein, oder? Kannst du auflassen? Ja, danke. Was? Ne, ist auch nicht. Nehmen wir lieber hier lange Hose. Welche Träger die meisten Stunden bei mir? Können wir gleich mal gucken. So, SRW-Punkt müsste eigentlich reichen, weil ich brauche den Kurs jetzt nicht speichern. Wir werden hier wahrscheinlich nie wieder flügen. Die Idee war ja eigentlich auch noch, ob wir die beiden Felder zusammenlegen, aber ob man das jetzt für eine Ernte echt noch machen sollte, ist irgendwie so ein bisschen, naja. So. Auf die Helfer-Engine gespannt.
Ja, das ist bestimmt spannend, wie die hier auch gerade nicht zurechtkommen. Ich sollte mir das nicht zu häufig angucken. Sind ganz schön langsam irgendwie im rechten Heu gefühlt. Also die schaffen, ich meine, gut, die haben drüben ein bisschen was geschafft, aber irgendwie so richtig voran kommen die nicht. Und hier bremsen sie sich auch gerade wieder nicht aus. Also weiß ich nicht. Sollte ich mir vielleicht nicht zu viel angucken. Sonst wird man wieder nervös, was sie da machen oder was sie nicht machen. Im besten Fall ist es nachher in-game. Sieht man natürlich nicht, weil das andere Cosplay-Fenster hier welches. Um 19, ne, eine In-Game-Stunde später, also zwei Real-Life-Stunden später, sind die hoffentlich ein bisschen vorangekommen. Das war das nicht der Fendt? Ne, der Klaas, glaube ich, war das mit der Träger mit dem meisten Betrieb schon, oder? ...337 Stunden hat der Klaas. Gefolgt vom Fan 1050 mit 322 Stunden. Mining an die Monten. Oh, Mining? So. Sind wir schon am Ende der Folge, sehe ich gerade. Genau. Bis zur nächsten. Vielen Dank. Bis dann und tschüss.